Willkommen zu einer neuen Folge Music Quest Legend. Wir sind in der Eispyramide. Und ja, wir müssen irgendwie nach oben kommen. Und das ist auch unser Ziel, diese ja, Blockade da. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Da müssen wir, glaube ich, lang. So, wir sind wieder mit Phobie oder Phoebe, wie sie eigentlich im Englischen heißt. Unterwegs und ja. Sphinx kennen wir. Das Hypnotentakel kennen wir auch. Und sie greift schon wieder mit Komplimenten an. Oh, das ist ja kein Problem. Oh ja. Warte mal, wir gucken, wir müssen quasi drei Felder vor und nach oben, also quasi da, wo die Sphinx steht. Da müssen wir runter. Denn wir wollen ja in diesen Raum rein mit diesen ganz vielen Monstern. Oh nein, das wird jetzt lustig. Ja, war klar, dass sie sich erstmal heilt. Ich weiß nur, die beiden Dings hier haben wir wieder ein paar Bomben. So, da runter. Alle Truhen hier mitnehmen. Wir müssen ja auch nur einen von denen da besiegen. Und deswegen machen wir einmal mal so ein Hypno-Auge. Ne, Hypno-Tentakel. Naja, heilen. Eine Bombe, das reicht bei denen. Da können wir hier ein bisschen looten. So, können wir wieder pieksen. Mit dem Schwert können wir diese blauen Statuen aktivieren. Auch sehr gut, vorteilhaft. So, wieder Bomben nehmen und dann. Bringen wir ein bisschen rum. Ernsthaft. Sie verballert jetzt unsere ganzen Heiltränke. Eine Stahlrüstung, das ist doch mega gut. Das heißt, unsere Verteidigung ist jetzt besser. Und wir haben auch noch ein paar Effekte jetzt auch noch. Aber es ist immer nicht schlecht, wenn man irgendwo eine gute Truhe sieht, muss man immer gucken, dass man da hinkommt und diese natürlich lootet. So, hier den Vogel. Thank you.
ist denn da runter, ne? Nein, natürlich nicht. Okay. So sehr kann man sich verschätzen. Ich versuche in diesem kleinen Dreieck da zu landen. Aber wie gesagt, so kann man sich vertun. Also nochmal. So, hier immer rum. Ich glaube, das ist da, wo das Auge ist. Da müssen wir rein. Da können wir einfach eine Bombe drauflegen und einfach durchlaufen. Brauchen wir nur bis ganz nach unten durchfallen. So. Hier ist es egal, welche Statue man anstupst. Okay, Eispyramide. Natürlich halte ich dich zuerst. Eigentlich brauchen wir nur besiegen und dann können wir außen rumrennen und einfach alle looten. Das Stahlschwert, das ist die verbesserte Variante. So, das da scheint der Boss zu sein. Einmal vorsichtshalber speichern. Magie scheint komplett aufgefüllt zu sein. Und dann mal hin. In der englischen Variante sagt er natürlich nicht das, sondern dass er das Ding so ein bisschen genießt. Und nicht von wegen, da kommt mein Frühstück. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie da unten hin. Diese Platten kann man mit Bomben wegmachen, aber nicht hinter jeder ist etwas. Suboptimal. Okay. Also gegen die Sphinx müssen wir auf jeden Fall kämpfen. Also machen wir das. Das ist halt dieser Nachteil an den Bomben.
Die haben einen Gesamtangriff, also einen Gesamtschaden, und das wird dann aufgeteilt auf die Anzahl einer Monster. Je mehr, desto weniger Schaden machen die. Ist euch bestimmt auch schon aufgefallen. So, klettern wir da mal wieder hoch. Und nochmal eine Runde Swings. Hier wählen wieder Bomben. Das ist jetzt gerade sehr eng und sehr kritisch, das Ganze. Ist ja nicht so schlimm. Wenn man nicht aufgibt, kämpft man einfach nochmal. So. Weil das kann ja nicht wahr sein, dass wir hier prügeln wir mit dem Stahlschwert mal auf die ein. Macht auch nichts anderes, als sich selber zu heilen, ne? So, diesmal muss das klappen. Kann nicht sein, dass wir hier auf einmal... Gott sei Dank. Weiter geht's. Wir brauchen jetzt einfach nur diese Treppe und immer weiter da hochlaufen. Wir sind ganz oben angekommen und da ist der Endboss. Okay. Jetzt bloß nicht runterfallen. Bloß nicht runterfallen. So, speichern. Vorher heilen. Und vielleicht nochmal. Ach komm, wir gehen einfach rein. Er hat nämlich noch vorher noch eine Ansprache von wegen, hier, du glaubst, du bist der Ritter. Dann nimm das. Und den Spruch hat er natürlich im Deutschen nicht mehr. Was natürlich suboptimal ist. Herzklammer voll.
Die Namen der Angriffe, die sind... Ja, wer denkt sich das bitte aus? Vor allem, er greift an mit Axt-Team, hat aber noch nicht mal eine Axt. Er ist doch nur ein Eisgolem. Er hat sich die Attacke auf sich selbst gemacht. Genau in dem Moment, ne? Und er heilt sich wieder. Wir haben da keine Dings mehr. Das ist natürlich suboptimal. Und wir können ihn nicht wiederbeleben. Er attackiert mit Eiswürfeln. Okay. Also... Nein, wir geben natürlich nicht auf. Jetzt haben wir sie erstmal auf manuell gestellt, weil das ging ja wohl gar nicht, dass sie die ganze Zeit nur so Blödsinn gezaubert hat. Okay, war der falsche Teil. Die nimmt auch so viel Schaden, ne? Das ist unnormal. Also sie muss jetzt eigentlich die ganze Zeit nur heilen. Und
wir müssen die ganze Zeit eigentlich nur Schaden machen. Bevor er anfängt, die ganze Zeit wieder diese Eisdusche zu machen. Schmilzt doch dahin, du Würfel. Jetzt beginnen wir die ganze Zeit diesen Schneesturm fahren. Weil er da unten bleiben. Versuche jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit immer nur Dings zu machen. Den Schneesturm. Kann ja nicht mehr jetzt so viel haben. Sag ich doch. Und dann haben wir ihn besiegt. Den Ice Golem. Und da ist auch der Eiskristall oder Wasserkristall, blaue Kristall. Okay, und sie haut ab. In der englischen Fassung sagt sie, hey, sie will zurück, weil sie sehen will, ob das Eis ist. Und dass man nicht vergessen soll, natürlich nach ihrem Großvater zu sehen. Also kommt so ein bisschen ähnlicher Dialog. So, wir haben die Wassermünze bekommen. Und ich würde sagen, wir machen hier auch einen Cut.
Wenn es irgendwann hat, Daumen da lassen, Abo lassen und schalte die nächste Folge ein. Bis denn!